Der Mann hat 45 Jahre Münzen gespart. Jeder war am Ende überrascht. Für die Menschen sind die Geldmünzen unwichtig. Der Wert steigt, wenn sie zusammenkommen. Dies denkt niemand. Ein Amerikaner hat begonnen, sie zu sammeln, anstatt wegzuschmeißen. Das Ergebnis nach 45 Jahren überraschte alle, insbesondere die Bankmitarbeiter. Ein Mann namens Arthur Anders entschließt sich Mitte der 1970er Jahre, 45 Jahre lang Münzen zu sammeln. Arthur fing mit einem kleinen Sparschwein an. Er warf die Münzen hinein, die er auf dem Boden sah. Die Menschen lachten ihn aus, aber er machte weiter damit. Er warf das Wechselgeld und andere Münzen hinein. Im Jahr 2015 drückte er einem Programm namens New Star sein Bedauern aus. Die Leute kannten den Wert einer Münze nicht. Die Spardosen waren klein, deswegen fing er an, Korbflaschen zu benutzen. Später besetzten die Korbflaschen Platz im Haus. Arthur musste die Hausratsversicherung bezahlen. Er beschloss, das angesammelte Geld zur Bank zu bringen. Arthur hatte insgesamt 15 Korbflaschen. Arthurs Familie und Freunde haben mitgeholfen. Sie haben das Geld mit einem Lastwagen transportiert. Alle waren überrascht. Das Gewicht des Geldes betrug über 1200 Kilo, war ähnlich hoch wie das Gewicht eines amerikanischen Bisons. Nachdem die Flaschen zur Bank gebracht worden waren, musste man das Geld zählen. Glücklicherweise wird das Geld von einer Maschine gezählt. Die Rechnung dauerte 5 Stunden. Die Maschine unterscheidet das Gewicht und die Größe des Geldes. Als Ergebnis hat Anders in 45 Jahren 513.614 Pfund gesammelt. Also es bedeutet ungefähr 31 Cent pro Tag. Er hat die Hausratversicherung mit Münzen bezahlt. Er sagte, wenn er die Versicherung nicht bezahlen würde, würde er die Münzen weitersammeln. Diese Geschichte sollte ein Beispiel für uns sein. Wenn Sie Probleme mit der Zukunft haben, können Sie Ihre Münzen wie Arthur sammeln. Schließlich haben kleine Schritte eine Wirkung für eine helle und bequeme Zukunft.